So, wir haben jetzt die zweite Sohle erreicht. Wie man sehen kann, im Hintergrund befindet sich der Eingang zur zweiten Sohle. Das ist praktisch der zweite Zugang zum Druckschacht. Der Druckschacht befindet sich ungefähr 50 Meter in die Richtung. Kommt man leider nicht rein. Man kommt leider nur durch diesen Schacht rein. Der ist momentan zu und wir lassen ihn auch zu. Wir brechen keine Schlösser auf. Aber ich werde euch dann mal ein Foto zeichnen, wie der Ambergstollen, wie sich das genau aufteilt. Ne? Jedenfalls, wir schauen jetzt weiter zum Schrägaufzug und ja, das Wetter passt heute, optimales Wetter eigentlich heute zum Wandern. Wir sind gerade den Berg hoch aufgestiegen und circa in 1200 Meter Höhe müssen wir uns befinden jetzt. So, meine lieben Freunde, wir haben den restlichen oder die Überreste des Schrägaufzugs haben wir jetzt entdeckt. Die befinden sich hier im Wald. Hier war mal so ein, kann das eine Straße gewesen sein, oder jedenfalls ist hier ein Durchgang. Weit führt die Straße leider nicht mehr, oder der Weg, denn hier hat es einen großen Erdsturz gegeben, oder Felssturz trifft es eher, und er hat alles runtergerissen hier. Also man kann ja wirklich nirgends mehr hingehen. Wir befinden uns praktisch jetzt gerade unter dem Schrägaufzug, unter der Schrägaufzugstrasse. So, jetzt schauen wir mal. So, wir befinden uns praktisch jetzt hier am Eingangsportal des Schrägaufzugs in den Ambergstollen. Ist natürlich verschlossen mit massivem Stahl und Baugitter. Komme natürlich nicht rein. Ich habe schon mal früher versucht, oben drüber zu klettern, aber das ist wahrscheinlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Kommt man wahrscheinlich nicht drüber. Wir lassen es auch. Wir befinden uns praktisch jetzt auf der Trasse des Schrägaufzugs, die hier hoch in den Ambergstollen führt. Wir waren da letztens schon drin gewesen, von oben her. Da kommen wir praktisch in den Durchgang von der Netternbachseite zum Inntal. Ja. Aber hier ist leider aktuell zu. So, wir haben jetzt die zweite Sohle erreicht. Und zwar sehen wir im Hintergrund den Schrägaufzug. Das Tor, den Durchgang vom Schrägaufzug, da ging mal eine Straße oder ein Weg oder irgendwas. Jedenfalls konnte man dann praktisch auch Richtung Heiming laufen oder gehen. Und ja, leider ist durch einen Steinschlag, 70 Jahre ist es jetzt her oder 75 Jahre sogar schon, durch die vielen Steinschläge ist natürlich alles kaputt. Und ja, man muss es finden im Wald. Wir sind jetzt ungefähr auf 1200 Meter hochgekraxelt auf dem Berg. Und hier gibt es praktisch so eine Art Straße oder Ebene. Die kann man noch so ganz flüchtig erkennen. Ist leider auch schon alles durch Baumstämme und Stein alles eingefallen und kaputt. Und ja, es ist schön, wieder mal am Amberg zu sein. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und bleibt dran, bleibt beim Kanal treu. Wir werden noch einige Abenteuer erleben.